So, wir sehen hier, wie die Polizei bereits behelmt neben dem antifaschistischen, internationalistischen Block langläuft, den wir auf der rechten Seite sehen. Höchstwahrscheinlich stört die Polizei, dass in diesem Block Fahnen des PKK-Anführers Abdullah Öcalan wehen, die gelben, die Thomas de Maizière vor einiger Zeit verboten hat, auf deutschen Demonstrationen zu zeigen. Polizisten sprinten nach vorne hier. Ist unklar, worum es hier geht. Hier wird mitgesprintet auf jeden Fall. Wir können hier sehen, wie die Polizei sich auf einen Angriff vorbereitet. Vorne und hinten haben sich aufgestellt. Hinten sind sie oder bereiten sich darauf vor, in den Block reinzugehen. So, hier geht die Polizei jetzt massiv in den Block rein. Die Polizei ist hier reingegangen, versucht hier quasi mehrere durch verschiedene Stellen durchzugehen. Wir können hier sehen, wie die Polizei massiv vorgeht, versucht durch den Block durchzugehen. Internationale Solidarität! Die Polizei reinigt hier massiv, versucht hier irgendwie durchzukommen. Es ist unklar, worum es geht. Sie versuchen hier Leute rauszuziehen. Völlig grundlos. Hier gab es keinerlei Eskalation. Hier wurden Fahnen gezeigt. Die Polizei eskaliert hier grundlos. Von dieser Demonstration ist keine Eskalation ausgegangen.